Willkommen beim Gitarrenlernen. Mein Name ist Deshard und heute zeige ich dir, wie du schnell und einfach Gitarre lernst. Also schnapp dir deine Axt und lass uns gleich loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gitarrenlernen-Tutorial. Mein Name ist Deshard und heute gibt es was ganz Besonderes, ganz Spezielles. Ganz viele haben mir gesagt, mach mal Helene Fischer Atemlos durch die Nacht. Ich bin ja nicht so ein mega Schlager-Fan, ich bin ja mehr so der Mettler, wie man weiß. Aber euer Wunsch ist mein Befehl. Das heißt, wir machen heute Helene Fischer Atemlos in der Akustikversion. Wir brauchen kein Capo. Ich habe überlegt, das sind sehr viele Barré-Akkorde und kann man das irgendwie anders machen, aber ein Barré-Akkord ist immer drin, also kann man gleich sagen, okay, wir machen das Original so, dass ihr praktisch zu dem Ding mitspielen könnt. Okay. Dadurch, dass das Teil ja sehr, elektrisch ist, muss man so ein bisschen gucken, dass es trotzdem cool klingt auf der Akustikgitarre. Wir werden so ein bisschen Palmmutes mit reinnehmen, wir werden so ein bisschen Zupfen mit reinnehmen, wir werden komplette Akkorde spielen, wir werden Powerchords spielen, also wirklich das Ding auseinandernehmen und gucken, wie man es cool macht. Wer singen kann, ist hier klar im Vorteil, das heißt, entweder man spielt zur Originalaufnahme oder man sagt sich, ey, ich kann singen, ich kann den Text. Also für die nächste Familienfeier oder das Next Helene Fischer Double. Ja, ich zeige dir euch, wie es geht. Also fangen wir einfach mal an. Ich spiele mal das Intro und die Strophe und dann erkläre ich, wie es funktioniert. Das war's auch schon. Also das Intro ist eigentlich nur die ersten beiden Akkorde der Strophe im Loop gespielt. Was hier so ein bisschen tricky ist, ist, dass der erste und der zweite Akkord zweitaktig gespielt werden. Die nächsten beiden teilen sich jeweils einen Takt. Und das macht es so ein bisschen interessanter auf jeden Fall. Wir schauen uns erstmal an. Ich spiele sie am Anfang so ein bisschen im Palmmute mit Powerchords. Das heißt, ich werde erstmal die Powerchords durchgehen. Danach gucken wir uns die kompletten Akkorde an, also Dur und Moll. Und dann gucken wir uns so ein bisschen den Anschlag an. Okay, das ist am Anfang ein B-Power-Chord, das heißt Zeigefinger, zweite Bund auf der A-Seite. Dann Ringfinger, vierte Bund der D-Seite und genau darunter der kleine Finger. So, und das Ding halten wir dann praktisch zwei Takte. Ich mache es mit Palmmute. Wer den Palmmute noch nicht kann, www.gitarren.de. Meine Community für alle möglichen Gitarrentechniken. Und wer den Palmmute kann, der macht einfach hier mit. Wenn nicht, dann einfach... reicht auch. Einfach so erstmal mitspielen. Okay, ich spiele einmal die zwei Takte vor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Und dann wechsle ich. Hier ist wichtig, ich achte. Also das heißt, das muss schon so ein bisschen schönen Druck geben wie im Original. Da würde ich vielleicht sogar empfehlen, einfach 1 und zu zählen. Das heißt 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Alles schön mit Downstrokes, damit es richtig schön Druck gibt. So, der nächste Akkord ist ein Gis, Power Chord auch. Zeigefinger, vierte Bund der E-Seite. Ringfinger auf den sechsten Bund der A-Seite und genau darunter wieder der kleine Finger. Also Standard Power Chord. Es ist ein Schlager, aber wenn man da eine Menge Zerre reinmacht, kann man das Ding auch als Metal-Teil spielen. Also auch für alle Mettler, die noch zuschauen, das Ding kann man auch sehr brachial spielen. Okay, der zweite Akkord wird auch wieder zwei Takte gehalten und das ist schon das Intro. Danach fangen wir die Strophe an und zwar mit den gleichen Akkorden. Also nochmal, Intro ist einfach nur der B-Power-Chord und der Gis-Power-Chord. Zwei Takte gehalten jeweils. Okay, jetzt kommen wir zur Strophe. Ich spiele sie einmal vor. Okay.
Okay, das war die Strophe. Die Schwierigkeit besteht hier auch drin. Sie hört auf mit einem B und fängt wieder an mit einem B. Das ist ein bisschen tricky, man muss trotzdem drin bleiben. Also, eigentlich kommt nur ein Akkord dazu, und zwar das Fis. Das heißt, wenn wir hier auf dem G Power Chord sind, schieben wir einfach alles auf den zweiten Bund hier hoch und dann wieder runter aufs B. Also, zwei Takte B, zwei Takte Gis, jetzt kommt das Special, ein Takt Fis und ein Takt B wieder. Also nochmal zum Zählen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Gis, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Fis, 1, 2, 3, B, 1, 2, 3, 4. Und dann fängt sie ja mit dem B von vorne an. Okay, das war die Strophe. Jetzt gucken wir uns nochmal die Strophe an mit Komplettakkorden, also mit Dur und Moll. Das heißt, wir haben das B, verwandeln wir in ein Dur-B. Das heißt, wir bleiben hier so ein bisschen natürlich in unserem Shape, machen ein Barré über den zweiten Bund komplett und pappen mit unserem Finger hier rauf. Es geht auch das hier, also wer so Barré-Akkorde kennt, der kann die auch verwenden. Ich kann es nicht, für mich ist das Ding echt schwer, also mache ich so. Das heißt, Zeigefinger bleibt auf dem zweiten Bund der A-Seite und die D, G und H werden mit dem Ringfinger hier runtergedrückt. Wer es schafft, wer den Finger sehr beweglich hat, der hat auch noch die leere E. Also nicht leere E, sondern praktisch die Barré E. Das ist dann das Fis. Wer es nicht schafft, wenn es so klingt, auch nicht so schlimm, dann einfach üben. Okay, das nächste ist dann unser Gis, das wird zu einem Moll. Das heißt, wir haben ja hier unseren Power Chord und jetzt einfach nur ein Barré ansetzen. Fertig, das war's auch schon. Schon haben wir den Moll. Dann ziehen wir rüber aufs Fis. Hier bleibt es auch fast genau gleich. Wir haben nämlich ein Fis-Dur. Das heißt, Barré über den zweiten Bund hier komplett. Die Finger bleiben, wie beim Power Chord. Und jetzt nehmen wir nur noch den Mittelfinger hier auf den dritten Bund der G-Seite. Und dann geht es wieder zurück. Und das kann man jetzt, ich würde es nicht ganz offen spielen, weil das vielleicht ein bisschen zu viel verrät, also dynamisch gesehen. Das heißt, wir machen mal auch hier so ein Palm-Mute, aber über mehr Seiten. Also nicht nur über die drei, sondern ein bisschen mehr Power. Zeig mal, wie es funktionieren kann. Also so könnte man spielen, auch ein bisschen betonen, ist ziemlich cool. Und wie gesagt, je nachdem, wenn man dazu singen kann, dann funktioniert es wahrscheinlich noch cooler, weil man dann so ein bisschen ein Gefühl hat, okay, wo mache ich denn was? Also gerade mit den Öffnungen. Hier ist ja dieses Oh, also könnte man das praktisch Oh, so ein bisschen betonen. Okay, dann kommen wir schon zur Bridge, die auch der Refrain ist. Deswegen würde ich fast sagen, dass man die Bridge so ein bisschen, man kann sie zupfen, man kann so ein bisschen versuchen, wie man sie phrasieren will. Ich zeige jetzt mal die Akkorde. Also ich spiele sie einmal. Okay, bei der Bridge ändern wir diesmal unser Pattern sozusagen, weil jeder Akkord wird nur ein Takt gespielt, also nicht mehr zweitaktig. Wir fangen an mit einem E-Dur, ist der einzige neue Akkord, der Rest bleibt gleich. Also leere E-Seite, dann Mittelfinger auf den zweiten Bund A, Ringfinger genau darunter auf den zweiten Bund der D-Seite und Zeigefinger auf den ersten Bund der G-Seite. Ein schönes E-Moll. Okay, der Rest bleibt gleich. Ich würde es mit kompletten Akkorden spielen, also nicht mehr in Power Chords. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie macht man das? Man kann es natürlich so machen, dass man das weiterhin palm-mutet, also. Oder was man auch machen könnte, zupfen. Ja, verschiedene Möglichkeiten. Ich würde es einfach mal ein bisschen ausprobieren. Auf jeden Fall eintaktig nicht vergessen. Also hier nochmal das E, das B, dann kommt ein Fis und dann das Gis-Moll, was wir schon haben. Das kommt zweimal, dann kommt es nochmal
Und wir hören hier auf dem F, also auf dem Fis-Moll, Fis-Dur auf. Und dann fängt sie nämlich an zu singen. Okay, das war die Bridge. Der Refrain ist genau das gleiche, nur diesmal können wir voll Power reinhauen. Also ich spiele einmal ein bisschen kräftiger. Also wie gesagt, hier ändert sich eigentlich nur ein bisschen was in der Dynamik, weil wir den Chorus, den Refrain richtig fett machen wollen. Also offen. Hängt auch vom Singen ab so ein bisschen. Also was ich gerne mache, ist so ein bisschen dieser ganz, ganz softe Anschlag. Was man auch machen könnte, wäre so ein bisschen mehr Sechzehntel. Also, passt das nicht so wirklich rein in diese Musikrichtung. Also würde ich es doch lieber eher locker lassen. Wie gesagt, je nachdem auch wie man singt, kann man so ein bisschen checken. Das Ganze wird zweimal gespielt, der Refrain, und dann bleiben wir einen Takt auf dem Giss, um wieder in die Strophe reinzuhören. Ich spiele mal die letzte Wiederholung. Könnte man es machen. Danach, wir haben die Strophe, danach kommt wieder die Bridge, danach kommt wieder der Refrain, wieder das Giss gehalten praktisch über den Refrain hinaus. Dann kommt das Interlude, wo alles so ein bisschen runter geht. Ja, das ist eigentlich der interessanteste Teil für uns, weil hier hat die Gitarre so ein bisschen was zu tun. Wenn man alleine spielt, kann man jetzt ein Solo wäre natürlich ein bisschen schwer. Trotzdem kann man es ein bisschen cooler machen, dazu lege ich mal das Pleck weg. Die Akkorde sind wie im Refrain. Also hier auch wieder, man kann so ein bisschen gucken, was man macht. Also man könnte es schön durchzupfen, so ein bisschen Spanisch, je nachdem wie der Skill ist. Man könnte das natürlich auch mit so einem Daumenbass mache. Also auch möglich, was man noch machen könnte, wenn man das Pleck benutzt, natürlich hier so Hybrid-Picking mäßig. Also je nachdem, da würde ich mir einfach irgendwas Cooles einfallen lassen. Wenn man es zu zweit spielt, dann kann man natürlich ein ziemlich cooles Solo drüber schmettern. Ja, und danach kommt wieder der Refrain. Und das war's auch schon. Also dann ist der Song komplett fertig. Atemlos Helene Fischer, die Frau schafft es, die O2 Arena 50 Mal auszuverkaufen. Krasses Ding auf jeden Fall. Ich werde auch demnächst ein bisschen mehr vom Schlager machen. Hab auch ein cooles Gewinnspiel für euch dann. Weil mich einfach viele Nachrichten erreichen und sagen, ey, wir wollen coolen Schlager. Ist cool, also auf jeden Fall mache ich gerne. Natürlich bleibe ich weiterhin meinen Metal-Fans treu jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ich schneide das Ding jetzt nicht raus. Nightmare, genau. Nightmare wird auf jeden Fall noch gemacht, keine Sorge. Muss ich mich wieder reinfuchsen. Ja, ansonsten, was kann ich noch sagen? Facebook liken, hier oben abonnieren, wer noch nicht abonniert hat. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich freue mich ganz, ganz besonders, dass wir 6200 noch was Abonnenten haben. Geiles Ding auf jeden Fall, ich mache hier weiter. www.gitarrenerd, auf jeden Fall mal reinschauen, wenn man so ein bisschen gucken will, wie spiele ich Gitarre, wie lerne ich das. Ja, ich melde mich ab, ich werde weiter zocken und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like. Stay tuned, Desart.